Ja, hallo, guten Morgen, ich grüße euch. Ja, für mich ist es 6 Uhr morgens und es sind schon 26 Grad hier in der Wohnung. naja, bin auch noch nicht ganz wach, meine Augen sind noch klein. Das liegt daran, dass ich, naja, noch ziemlich müde bin. Ich möchte euch trotzdem mal heute meinen Frühstückskaffee vorstellen und zwar. Ich sag's dir, Melita Blum, ein äthiopischer Kaffee, er nennt sich Limu. Oh, ich kann auch nicht gut lesen, hat seine Brille angemessen. Also der Limu-Kaffee, das ist ein Arabica. Ja, es steht jetzt hier drauf, Touch of Jasmin. Naja, ich weiß nicht, wie Jasmin schmeckt, ich habe das noch nie probiert, muss ich zugeben. Spicy, also würzig, rund und floral-bodied. Ich zeige das einmal. So, floral-bodied. So. Ja, also Floral sind Blumen, möchte also, ja. Äthiopischer Kaffee ist eigentlich nicht so meine Welt, weil äthiopische Kaffees neigen dazu, ja, säuerlich zu werden oder, naja, sagen wir mal, fruchtig zu sein. Leicht spritzig, fruchtig, eher säuerlich. Für Leute, die das mögen, ist das eine ganz tolle Sache. Und Äthiopien ein gutes, schön tolles Anbauland. Wer das nicht so mag, naja, er muss vielleicht einen Bogen um dieses Land machen. Ich zeige einmal das Bohnenbild. Das ist so, naja, also wir haben hier schon ein paar Bruchstücke drin. Das hier zum Beispiel, ja, und das ist eigentlich auch nichts Neues. Aber insgesamt ist das noch so gut. Also das ist ein gutes Bohnenbild. Also die anderen Bohnen sind alle gut und alle gleich groß und haben alle die gleiche Farbe. Naja, das ist okay, ja. Die zwei Bruchstücke, naja, kann passieren. Ist aber ein gutes Bohnenbild. So, jetzt wollen wir den auch einmal probieren. Ich habe den gerade schon probiert, aber das ist tatsächlich die erste Tasse noch. Er ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Ja, also ich hatte ihn extra mit hartem Wasser, 18 Grad Wasser, härter aufgeschüttet. Weil ich Angst vor der Säure habe. Weil Säure ist nicht nur mein Ding. Weil beim Kaffee die Brille ist ja sehr unangenehm zu tragen jetzt bei dieser Hitze. Die Säure ist nicht so mein Ding. Daher habe ich hartes Wasser genommen, um die Säure ein bisschen runterzufahren. Das mache ich normalerweise nicht, aber wenn ich schon weiß, da kommt ein saurer Kaffee auf mich zu, dann mache ich das schon mal. Weil ich will den ungern wegschütten, denn wenn er ganz sauer wird, ja, dann kann ich den nicht mehr trinken, ja, dann muss er weg. So, das ist er aber gar nicht. Also, ja, vielleicht auch durch das harte Wasser. Er hat eine Säure, die kann man auch deutlich schmecken. Ob das jetzt Jasmin ist, weiß ich nicht. Ich würde das eher so als etwas Traubiges ansehen. Naja, gleich auch ein Hauch Zitrone. Also es ist definitiv ein saurer Anfang. Allerdings überhaupt nicht extrem und auch nicht so, dass also einer, der keinen sauren Kaffee mag, jetzt sagen würde, ich kann ihn gar nicht trinken. Der muss in die Spüle, der muss weg. Das ist so nicht. Also schlimm ist es nicht. Naja, im Abgang, also er hat Würze, definitiv, er hat Charakter. Im Abgang herbe Schokolade, würde ich sagen, also dunklere Schokolade. Aber nicht extrem, also das ist überhaupt ein Kaffee, der nicht extrem ist. Einen kann man durchaus trinken, also selbst für mich, obwohl ich kein Fan davon bin, von sauren Kaffees. Mir schmeckt er sogar. Also ich muss sagen, dass er in Ordnung ist. Also ich habe mich überrascht mich ein wenig. Ich hatte schon befürchtet, dass ich den gar nicht runterkriege.
und dass ich mir damit den Morgen versaue. Aber das ist nicht der Fall. Also der ist Mainstream-fähig, dieser Kaffee. Das ist also nichts wirklich Extremes, was in irgendeine Richtung geht, dass ihr sagen könnt, das geht gar nicht. Oder dass ein Gourmet wahrscheinlich jetzt auch sagen würde, oh, Wahnsinn, nicht? Also das ist genau da, oh, das ist sehr interessant. So interessant ist er nicht. Der ist also doch, naja, sehr Mainstream-mäßig. Also den kann eigentlich jeder trinken. Den meisten würde das gar nicht auffallen. Also ob das, die ganz normalen Kaffeetrinker würden sagen, naja, Kaffee halt, nicht? Der ist also nicht extrem, hat keinen extremen Geschmack nach irgendetwas, nichts klar definierbares, abgrenzbares, dass man sagen könnte, der geht ganz penetrant in irgendeine Richtung. Insofern ist er sehr angenehm noch trinkbar und ich würde ihn mir jetzt nicht mehr bestellen, da ich finde, es ist nichts Besonderes an diesem Kaffee, außer dass er vielleicht etwas fruchtig und säuerlich schmeckt, aber bei einem äthiopischen Kaffee hätte ich eigentlich etwas Extremeres, etwas Gehaltvolleres, etwas mehr Besonderes erwacht, etwas, ja, wie soll man sagen, etwas Charakteristischeres erwartet. Das ist hier nicht der Fall. Das ist ein ganz normaler Mainstream-Kaffee, den Otto-Normalmann jederzeit trinken kann. Also, ja gut, wenn ihr ihn jetzt mit weichem Wasser macht, dann wird er natürlich noch etwas sauer. Dann kann es sein, naja, lass noch mal probieren. Naja, aber selbst wenn er jetzt noch ein Ticken sauer wird, wäre er immer noch keine Schwefelsäure. Also. Also das ist okay, ja. Ich bin natürlich hier nicht so der Experte über saure Kaffees, weil ich trinke den normalerweise nicht. Daher Empfehlung nur für Leute, die ja mal etwas fruchtigeren Kaffee haben wollen, aber auch nicht direkt so einen extrem fruchtigen Kaffee haben wollen. Für, naja, so Leute, die so ein Mittel, die also sagen, aber von den Karamellkaffees, von den Schokoladenkaffees oder von den Nusskaffees runter wollen und sagen, ich will etwas eher Fruchtiges haben, aber es soll auch nicht so fruchtig sein, dass wir direkt Schwefelsäure haben. Er soll schon ein bisschen sauer sein, aber nicht so sauer, nicht so fruchtig, nicht so ausgefallen. Dafür ist dieser Kaffee wirklich zu empfehlen. Ja, dann könnt ihr ihn versuchen. Wer jetzt einen ausgefallenen, fruchtigen Kaffee sucht, würde ich eher sagen, nein. Wer eher auf schokoladige, nussige Kaffees steht, eigentlich eher nicht. Also eine eingeschränkte Empfehlung. Naja, ich finde, er ist nichts wirklich großartig Besonderes, aber er ist auch nicht schlecht. Also, ich glaube, damit ist er gut beschrieben. Ja, ich wünsche euch alles etwas sehr, sehr Schönes und ja, vielleicht beim nächsten Mal sieht man sich wieder und ja, macht es gut. Ciao.